Ihr seid das Personal. Wir haben den Baum weggeräumt, der den Weg versperrt hat. Jetzt haben wir aber überall Monster. Und wir müssen diese Felsen irgendwie wegräumen. Hey, wir machen es. Oh, lieber Besucher, kann ich euch helfen? Blöckler hat euch beauftragt, die Felsen hier wegzuräumen. Na, kräftig genug für den Job scheint ihr zu sein. Und wir sind wirklich dankbar für eure Hilfe. Tschüss. Okay. Aber eine Kleinigkeit, die mich noch stört. Ah, viel besser. Oh, Flyger ist im Blau. Ach, guck mal, auf der Karte steht eine 10 und dann sind 35. Moment, was? Also anscheinend sind es insgesamt 45 Felsen, die wegzuräumen sind. Oh, Bazillen sind die auch noch. So, mal schauen. Eins nach dem anderen, würde ich sagen. Muss echt alles weggemacht werden. Gut. Also ich schaue mich hier noch kurz um. Mal sehen, was hier oben so ist. Mehr Items. Oh man, da haben wir echt was vor uns. So, wahrscheinlich müssen wir immer hier durch diesen Blaster durch. Einmal hier. Ich glaube, dann können wir auch den so zerstören. Oder auch nicht. Naja, das war jetzt ein kleiner Korb. Ach, das war falsch. Nein, das war wieder falsch. Jetzt hat's geklappt. Da sehe ich auch eine Bohne versteckt. Aber eins nach dem anderen. Oh Mann, ich wäre echt gern hier oben, aber da komme ich schon von der anderen Seite hin. Also, gerade Pech gehabt. Abwehrbohne. Boah, wie lange habe ich schon keine Abwehrbohne mehr gesehen? Auch nicht schlecht. Ein bisschen Verteidigung erhöhen. Und dann, boah, wie lange das immer lädt. Nur weil ich mal kurz eine Bohne hinschmeißen will. So, schön aufs Guckloch hier achten. Hier gibt es jetzt keine mehr. Oder wie? Wie komme ich denn dann da hoch? Moment. Wir gehen mal trotzdem nochmal da rein. Ach Mann, oh, ich bin da echt schlecht drin. Ach Mist. Jetzt war ich ein bisschen zu voreilig. Das ist auch nicht. Boah, Hilfe. Wie komme ich da hin? Ich würde echt gerne da hoch. Ich weiß, hier sind keine Felsen mehr. Die haben wir schon alle geholt. Das ist auf jeden Fall alles richtig. Aber trotzdem, wisst ihr? Oh, ich glaube, ich habe es. Moment. Ah, vielleicht kann das ja klappen. Ich weiß aber nicht. Wir versuchen von hier nach darüber einfach so hinzuschweben. Ja, und das klappt sogar. Das kann ja so einfach sein. So, für noch mehr Kohle und dann direkt mal hier rüber. Wo noch mehr Items warten. Wunderbonbon. Was ist denn ein Wunderbonbon? Ich will nur mal kurz gucken. Haben wir sowas schon mal gehabt? Stellt KP und BP vollständig wieder her. Das erste Mal, dass wir so ein Ding kriegen. Also scheint wohl ein wirklich super Ding zu sein. So, und jetzt können wir eine kleine Expedition in eine Traumwelt wieder mal machen. Haben wir fairerweise doch ein bisschen länger nicht mehr gehabt. So, und dann... Da-da-da-dam. Let's go! So, mal schauen. Was gibt's denn hier? Gegner gibt's mittlerweile echt selten in solchen Traumsequenzen, ne? Okay. Mal schauen. Ich weiß jetzt auch nicht so ganz... Aber ich habe mir schon gedacht, dass die Luigi-Bande hier auftaucht. Damit ich hier alles kaputt machen kann. Yeah. Wow, langsam. Darüber und dann hier mit einer Stampfattacke durch.
So gefällt mir das. Ich meine, klar, hier sind schon Gegner, aber die werden wir so los. Schade, dass es dafür keine Erfahrungspunkte gibt. Wisst ihr, in... Oh, Moment. Nicht, dass ich irgendwas kaputt mache. In Super Mario RPG, da gab es halt so Sequenzen. Also, das war ja auch so wie hier, ne? Das Spiel. Oh. Yeah. Dass man halt eine Overworld hat und wenn man einen Gegner berührt, geht es in einen Kampf. Aber da gab es manchmal einen Stern. Und wenn man einen Stern hatte, also den Stern, wie man ihn als aus Super Mario Bros. Kennt. Den Stern. Und wenn man den hatte und dann durch Gegner durchgelaufen ist, also man war ja unbesiegbar, dann sind die, ging halt kein Kampf los, sondern die sind direkt gestorben. Aber man hat auch Erfahrungspunkte dafür gekriegt. Und hier ist das nicht so. Wäre vielleicht ein bisschen zu einfach. Weil hier hat man das ja unendlich lang. Und ein Stern dort ist seltener und zeitlich begrenzt auch noch, ne? Deswegen... Naja, nichtsdestotrotz haben wir jetzt diesen Kerl mal gerettet. Ein paar Felsen bleiben da noch übrig. Die müssen wir gleich noch machen. Ja, ja, ich bin wieder ich. Wart, ihr etwa diejenigen, die mich gerettet haben? Gib mir irgendwas. Ich weiß nicht, wie ich euch danken soll. Ja, gib mir irgendwas. Das vergesse ich euch mindestens ein Jahr lang nicht. Oh Mann, ein Jahr. Selbst mein fucking Let's Play zu diesem Spiel ging schon länger. Aber gut, naja. So, jetzt gehen wir nach oben. Ist ja echt egal, welcher Reihenfolge wir anfangen. Der Typ hat nur gesagt, ja, fang mal lieber im Süden an. Wow. Hallo, hier sind die Sachen einfach noch so offensichtlich am Rumliegen. War ich vielleicht das letzte Mal hier, bevor ich noch die Fähigkeit hatte, mit Bohnen hier, also Bohnen aus dem Boden zu graben, oder? Wird ja wohl die einzige logische Erklärung sein. So, noch eine Abwehrbohne, da freue ich mich. Um mich noch stärker zu machen, wenn ich eh schon den ganzen Kämpfen aus dem Weg gehe, dann tut das wenigstens gut, ein bisschen was dafür zu kriegen hier. Also, was meine Werte steigen lässt. So, die Frage ist, war ich hier drin schon mal? Wir gehen hier einfach mal rein. Ja, doch, hier war ich schon mal. Pilzverwaltung. Oder was ist das? Ne, Parkverwaltung, nicht Pilzverwaltung. So, und dann einmal da runter... Wobei, ich habe Angst, dass ich hier auch wieder irgendwelche Bohnen nicht habe. Wer weiß, ne? Ich kann mich auch gar nicht mehr an den Kerl erinnern. Aber das war... Ich glaube, es war auch kurz vor einem Bossfight. Wow. Seht ihr? Ist doch gut, dass ich nochmal geguckt habe. So, hier gibt es ein paar Schätze. Erstmal Geld. Und nebenbei auch noch mehr Geld. Boah, ich habe jetzt echt viel Geld, ne? So, und dann... Ich freue mich ja über jede einzelne Bohne, aber wenn da gleich vier auf einmal kommen, ist natürlich noch schöner. So, vier verschiedene Werte werden ein bisschen gesteigert. So, Bart für Luigi, dann ein bisschen Abwehr für Mario und noch... Ja, für Mario noch das und mehr KP für Mario. Yeah, das freue ich. Das freut mich, verdammt. Ich kann gar nicht mehr reden, aber ihr wisst schon. So, und jetzt können wir mal da unten hergehen. Wir gehen einfach durch die ganzen Blumen hier, oder was das ist? Pflanzen. Och, lass mich doch durch. Oh, Gäste, ich bin untröstlich. Aber ab hier ist der Zutritt nur für Mitarbeiter des Parks gestattet. Hier werden ziemlich wichtige Sachen gelagert, müsst ihr wissen. Sehr langweilig, ehrlich. Es gibt sehr viel reizvollere Orte im Park zu besichtigen. Ey, ich muss... Okay. Wieso komme ich da nicht rein? Wieso sagen Mario und Luigi nicht, ey, padapapupi, wir haben doch den Auftrag bekommen, hier hinzukommen. Hm. Okay, jetzt bin ich ein bisschen überfragt. Vielleicht gehen wir dann doch nochmal zurück und sagen dem Kerl so, ey, der lässt uns nicht durch. Vielleicht klappt das ja. Wo bist du, Mister? Ein bisschen weiter runter. Nee, irgendwie nicht noch weiter runter. Aber guckt euch das mal an. Eine weitere Bohne. Scheiße, Alter. In diesem ganzen Ort... Oh mein Gott. Hier kann ich echt nur gewesen sein, bevor ich die Fähigkeit hatte, mit dem Hammer irgendwas zu machen. Hier sind voll die Sachen, die ich noch nicht habe. Aber der Parkkerl, der war eigentlich noch weiter oben. Ich glaube, ich bin gerade fett an dem vorbeigelaufen. So,
Ich will aber nicht, dass Mario klein bleibt. Das sieht so doof immer aus. War der? Ach da, ich bin richtig fett an dem vorbeigelaufen. Schaut auf der Karte. Ja, er erklärt mir nochmal, wo ich hin muss, aber... Die habe ich alles zerbrochen. War ich... Ach so, war ich nicht da? Moment. Ich will mir mal die Karte angucken. Hör auf mit mir zu labern. Ach so, dann war ich wirklich falsch anscheinend. Ich war nämlich hier. Aber ich muss irgendwie nach da. Na gut, ist mein Fehler. Aber das ist trotzdem ein Ort, wo ich nicht hin darf. Dann würde ich ja wohl ein andermal dahin müssen. Oder nicht? Boah, Gegner. Oh, scheiße. Die haben mich echt erwischt. Die haben mich echt erwischt. Ja, dann gibt es jetzt erstmal eine kleine Abreibung für euch. So. Easy going. So, ein bisschen popelige Erfahrungspunkte. So, und jetzt, weitere Bohne. Vielleicht lösen wir die auch mal ein. Ich glaube, die von eben habe ich auch noch nicht. Zack. So, boah, in diesem Ort werde ich echt stärker. Irgendwie. So, dann einmal darüber. Jetzt bin ich aber richtig. Wieso gibt es hier nur 9 Stück? Oder sind die auf diesem Bildschirm 9? Lass mich bitte durch. Der lässt mich nicht durch. Wieso lässt mich nicht durch? Tut mir leid, aber ich kann euch hier nicht vorbeilassen. Hier da hinten gibt es überall Felsen und fiese Monster. Wir müssen aber. Was, Blöckle, schickt euch. Ihr seid hier, um uns mit unserem Felsproblem zu helfen. Großartig und passt gut auf euch auf da draußen. Okay. Wir müssen nur gucken. Was soll ich hier machen? Den kann ich hier nicht zerstören. Oh, nee. Ach, ihr kleinen Ratten. Das gibt's doch nicht. Yeah, wieder ein Kampf gegen ganz viele Bazillen. Boah. Okay. Für Verteidigung. Ach, du Scheiße. 39, 89 Schaden, meine ich. Die Verteidigung ist wirklich gesenkt. Okay. Oh, ich weiß noch nie, ob die... Welche Farbe die kriegen. Hoffentlich wirst du blau. Ja. Luigi ist kurz davor, tot zu sein. Jeder Angriff würde ihn jetzt zerstören. Warte, der Rote wurde blau, oder? Dann... Für... Nee, ja doch, ich hab's jetzt richtig gemacht. Oh Gott. Okay, keine Gefahr für Luigi. Ja, der hat so viel Schaden kassiert, weil seine Verteidigung unten war, aber das war trotzdem ganz schön viel. Das hat mich ganz schön erstaunt. So, Rot wird zu... Blau oder zu... Nicht schlimm. Ich meine, ich wollte den eh gelb machen eigentlich. So. Rot wird zu blau, ne? Ja. Gut. Jetzt ist noch einer. Das ist immer ein bisschen kompliziert, gegen die zu kämpfen. Man muss immer viel nachdenken. Wow. Okay, Marios Angriff ist unten. Natürlich blöd, weil wir ihn jetzt so zerstören müssen und nicht, dass wir ihn auflösen können oder so. So. Luigi sollte ja schon, ja, ein bisschen mehr an Schaden machen als Mario, aber der überlebt trotzdem, ey. Oh, das war super. Und direkt weiter. Yeah, haben wir ihn. Endlich. Ah, was für ein Kampf. So, dann können wir direkt mal weitergehen.